bereit sind. Die Badestelle noch ein bisschen verkommen und nur Schwäne da wieder rumschwingen. Ja, hier ist noch kein Badegast. Ja, dann alles noch. Hier geht es halt immer rein und so. Da kann man auch einen Sprachkurs machen. Im Sommer dann, wenn alle da sind. Russisch und so, das geht dann gut. Polnisch glaube ich auch. Man muss sich dann auch so ein Lexikon mitnehmen, so ein Duden oder so. Jedenfalls in Russisch, damit man da klarkommt. Ja, sonst lernt man ja nichts. Hier jetzt, Lachlöcher, das ist Lübinger Gebiet hier übrigens. Weidendorf.